Herzlich willkommen, meine lieben Tierfreunde, bei einem neuen Video von Milas Tierwelt. Ich bin die Mila und möchte euch heute etwas über die artgerechte Ernährung von Schnecken erzählen. Die meisten Schnecken leben omnivor, das bedeutet, sie sind Allesfresser. Sie ernähren sich von diversen Pflanzen, Pilzen und gerne auch von Aas. Darum sollte man auch bei seinen Schnecken zu Hause auf eine naturgetreue Ernährung achten, um sie gesund und vital zu halten. Bis auf sehr wenige Ausnahmen benötigen alle Schnecken, ja auch Nacktschnecken, eine zusätzliche Kalkzufuhr, da ihre Gehäuse und bei einigen Nacktschneckenarten auch ein Kalkschild im Körper mitwachsen und stabil bleiben müssen. Wie eine ausgewogene Ernährung aussehen kann, zeige ich euch in diesem Beispiel, während ich meine Schnecken füttere. Hier handelt es sich um westafrikanische Riesenschnecken, welche auch Bananenraspler genannt werden. Hier füttere ich meine Archaratina marginata sutturalis. Der Teller ist natürlich nicht nur für diese eine Art, sondern wird auf alle meine Schneckengruppen gerecht verteilt. Neben Champignons und verschiedenem Gemüse habe ich einen Mangokern übrig gelassen. Mangos kommen neben Bananen auch in ihrem natürlichen Habitat in Westafrika vor. Das faserige Fruchtfleisch raspeln die Tiere gerne vom Kern ab. Wie ihr gerade sehen konntet, habe ich ein hart gekochtes Ei samt Schale hineingetan. Dieses versorgt die Schnecken mit zusätzlichen Protein und Kalk. Obst wie Äpfel mögen die Tiere auch gern. Obst sollte immer ausgereift und nicht gespritzt sein. Gerne aus Bioanbau oder auch Fallobst aus dem eigenen Garten. Andernfalls empfehle ich, die Schale zu entfernen. Hunde- oder Katzenfutter eignet sich hervorragend als Proteinquelle. Obst und Gemüse, welche nicht mehr so frisch sind, eignen sich besonders gut für die Schnecken. In der Natur werden weiches Fallobst oder welkes Gemüse bevorzugt. Schimmel macht den Tieren wenig aus. Wie ihr seht, wird der Bodengrund von Destruenten wie Asseln besiedelt. In der Schneckenhaltung dürfen sie nicht fehlen, da sie Schimmel vorbeugen. Schnecken benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Daher ist Schimmel bei der Haltung kaum vermeidbar. Mehr dazu werde ich euch in einem späteren Video näher erläutern. Allgemein ist von verarbeiteten Produkten oder Essensresten dringend abzuraten, da Gewürzmischung und Salz enthalten sein könnten. Salze trocknen Schnecken aus, verletzen sie und können sogar zum Tod führen. Zur Kalkversorgung eignen sich Sepiaschalen. Diese werden von den Tieren gezielt aufgesucht und abgeraspelt. Einige Schneckenarten nehmen Sepiaschale jedoch nicht so gut auf. Darauf werde ich in einem späteren Video näher eingehen. Ansonsten füttere ich auch gerne mal zusätzlich aufgeweichtes Fischfutter und Gammarus. Hier seht ihr meine anderen westafrikanischen Riesenschnecken, die Archaratina marginata ovum, bei der Fütterung. Diese sind schon etwas aktiver. Übrigens sind diese Schnecken auf dem Video noch gar nicht ausgewachsen. Praktisch sind es noch Babys. Später werden sie etwa Handteller groß und benötigen natürlich viel mehr an Futter. Im Anschluss zeige ich euch noch meine vier anderen Schneckenarten: Caracolus sagemon, Pleurodonte isabella hausalbinus, Limax maximus und Levicaulus alte beim Fressen und gebe noch ein paar allgemeine Hinweise zur Fütterung. Stark säurehaltiges Obst sollte wegen der Säure nicht verfüttert werden. Ich halte übrigens häufig beim Spaziergang mit meiner Hündin gerne die Augen nach Leckereien für meine Tiere offen. Diese wären zum Beispiel Wildkräuter wie Bärlauch oder Löwenzahn. Dabei muss man natürlich darauf achten, dass sie nicht vom Straßenrand gepflückt werden und zu Hause gut abgewaschen werden. Weißfaules Holz oder Laub wie von Buche oder Eiche werden auch gerne gefressen, ebenso Flechten von mitgebrachten Ästen. Auch Aquarienpflanzen wie Wasserlinsen kann man anbieten. Eine geeignete Futterliste werde ich euch zusätzlich unten in der Beschreibung verlinken. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder zuschaut. Eure Mila.